Herzlich willkommen zum Neumond im Skorpion, der am 15.11.2020 in der dritten Dekade Skorpion stattfindet. Liebe Leute, dieser Neumond ist sehr vielversprechend aspektiert und das kommt wie gerufen, denn es ist der letzte Neumond, der hier stattfindet, bevor wir am 30.11. dann eine sehr wichtige Mondfinsternis haben werden. Und da ein Neumond uns ja immer darin unterstützen möchte, etwas Neues zu beginnen, also ein altes Kapitel abzuschließen und ein neues Kapitel aufzuschlagen, kommt dieser Neumond, dieser sehr günstig aspektierte Neumond hier wie gerufen, um vor dieser Mondfinsternis in den wichtigsten Bereichen unseres Lebens hier klar Schiff zu machen, unsere Prioritäten im Auge zu behalten und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und halt alles Überflüssige möglichst loszulassen, hinter uns zu lassen. Wir haben hier die Sonne und den Mond, die sich auf 23 Grad Skorpion verbinden, im harmonischen Aspekt zu Jupiter, zu Pluto und zu Saturn im Steinbock, sowie auch im harmonischen Aspekt zu Neptun in den Fischen. Die Fische sind ein Wasserzeichen und der Skorpion ist ein Wasserzeichen und der Steinbock ist ein Erdzeichen. Dieser Neumond bietet uns also hier eine ausgewogene, balancierte Mischung zwischen den Elementen Wasser und Erde. Die richtige Menge Wasser auf die Erde bedeutet Fruchtbarkeit. Zu viel Wasser auf die Erde zeigt eine Überschwemmung an und zu wenig Wasser auf die Erde kann eine Dürreperiode anzeigen. Auf reale Situationen im Leben übertragen bedeutet das, dass wir hier unsere emotionalen Bedürfnisse, unsere Gefühle, die halt durch das Element Wasser in der Astrologie symbolisiert werden, halt mit der Realität in Einklang bringen, also sprich, dass wir uns nicht emotional verausgaben, dass wir uns mit unseren Finanzen nicht total überschätzen oder halt hier auch verausgaben. Also im Gegenteil, wenn die Elemente Wasser und Erde auf eine balancierte Art zusammenkommen, hat man in der Regel eher ein sehr gutes Händchen für Geld und auch ein gutes Gespür dafür, wie man halt generell seine emotionalen Bedürfnisse halt auch wirklich realisieren kann. Also sprich, welche konkreten Schritte, die halt in der Astrologie durch die Erdzeichen symbolisiert werden, man unternehmen muss, um halt seine emotionalen Bedürfnisse befriedigen zu können. Ja, und das ist natürlich hier sozusagen eine gute Mischung zwischen Pragmatismus, was durch die Erdzeichen symbolisiert wird, und Gefühlen, was wie gesagt durch die Wasserzeichen symbolisiert wird. Und auch wenn das in einigen Ohren vielleicht etwas unromantisch klingt, ist es doch dennoch auch der Schlüssel zum Erfolg für berufliche Situationen, aber halt eben auch für Beziehungen. Also sprich, dass wir uns, wie eben schon angesprochen, nicht emotional verausgaben, dass wir uns nicht meinetwegen in jemanden verlieben, wo die Fakten, die durch die Erdzeichen angezeigt werden, also sprich die Realität, die Tatsachen hier anzeigen, dass das einfach nicht der richtige Mensch für uns ist. Das sind allerdings nur die Rahmen,
Bedingungen, die dieser Neumond im Skorpion uns bietet. Wir haben hier auch Venus in der Waage, wo sie als solches sehr stark steht, denn Venus ist die Herrscherin der Waage, steht hier also in einer besonders starken Position. Aber Venus befindet sich hier in Spannung zu dieser ganzen Planetenballung im Steinbock. Also Venus bildet hier ein Quadrat zu Pluto, ein Quadrat zu Jupiter und zu Saturn im Steinbock. Und das ist ziemlich interessant, denn wir hatten ja Mitte Oktober einen Neumond in der Waage, der genau die Aspekte schon gebildet hat, die nun Venus in der Waage bildet. Und wir hatten ja in den vergangenen Wochen generell sehr viel mit den Waage-Themen zu tun. Wir hatten Anfang Oktober einen Vollmond auf der Achse wieder Waage. Wir hatten Mitte Oktober, wie gesagt, den Neumond in der Waage. Wir hatten dann Ende Oktober einen Vollmond im Stier, im anderen Venuszeichen. Und wir hatten halt auch den Kommunikationsplaneten Merkur, der hier aus dem Skorpion in die Waage zurückgelaufen ist. Von daher hatten wir in den vergangenen Wochen sehr viel Zeit, uns halt wirklich mit den Waage-Themen auseinanderzusetzen. Die Waage ist das Beziehungszeichen des Zodiacs. In der Waage geht es um Gleichwertigkeit in Beziehungen. Hier geht es darum, Win-Win-Situationen in Beziehungen zu schaffen. Hier geht es darum, dass wir uns halt auch in andere Menschen hineinversetzen können, dass wir Taktgefühl haben, dass wir ein gewisses diplomatisches Fingerspitzengefühl im Umgang mit anderen Menschen haben. Also Venus, die Göttin der Schönheit, der Liebe, der Ästhetik, der Kunst herrscht in der Waage. Und dementsprechend geht es hier um all die angenehmen Seiten im Beziehungsleben. Und natürlich nicht nur Liebesbeziehungen, die spielen zwar eine sehr große Rolle in der Waage, aber jede Art von Beziehung wird astrologisch durch die Waage symbolisiert. Also jede Art von Begegnung mit anderen. Ja? Und natürlich gibt es Beziehungen, die in dem Sinne nicht gleichwertig sind, wie zum Beispiel die Beziehung zwischen einem Angestellten und einem Chef oder zwischen einem Schüler und einem Lehrer oder zwischen Eltern und Kindern. Und von daher kann die Gleichwertigkeit, die Fairness, um die es in der Waage geht, halt nicht immer so 1:1 gesehen werden. Also auch Eltern in der Beziehung zu ihren Kindern können natürlich in dem Sinne nicht auf einer Ebene miteinander kommunizieren. Es kommt natürlich darauf an, wie alt die Kinder sind. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja? Aber nichtsdestotrotz können Eltern sich natürlich trotzdem fair ihren Kindern gegenüber verhalten und umgekehrt Kinder ihren Eltern gegenüber. Und außerdem können Eltern natürlich ihre Kinder auch trotzdem ihnen auf der Ebene sozusagen gleichberechtigt begegnen, auf der sie sich befinden, also sie sozusagen dort abholen, wo sie sind in ihrem jeweiligen Alter, ja, und dementsprechend dann auch eine gewisse Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit in eine Beziehung einbringen. Genauso kann ein Chef mit seinen Angestellten natürlich sehr diktatorisch umgehen und sehr herablassend sein, aber ein Chef kann auch ein Chef sein, hat dementsprechend natürlich eine andere Position als seine Angestellten, aber er kann ihnen dennoch in einer fairen Art und Weise begegnen und kann ihnen dennoch auch ein Gefühl von Gleichwertigkeit vermitteln. Ja, also wie gesagt, hier geht es um jede Art von Beziehung und diese
Themen der Gleichwertigkeit sind halt nicht immer so eins zu eins übertragbar. Ja? Auch der Skorpion ist ein sehr stark beziehungsgeprägtes Zeichen, aber im Skorpion geht es dann wirklich ans Eingemachte. Während die Waage ein Luftzeichen ist und dementsprechend hier auch sehr viel in der Theorie halt fantastisch aussehen kann, ja, denn gedanklich können wir uns natürlich meinetwegen super zurechtlegen, wie eine gleichberechtigte Beziehung aussehen soll, oder wir können uns auch mit anderen darüber unterhalten, und im Gespräch kann man das Gefühl haben, man ist ja einer Meinung, man ist hier auf einer Wellenlänge, aber im darauf folgenden Skorpion zeigt sich dann erst, wie tief das Ganze wirklich geht und inwieweit wir uns wirklich hier verbindlich auf jemanden einlassen können. Nicht umsonst symbolisiert der Skorpion Sexualität, und ich denke mal, die meisten von uns überlegen sich sehr gut, mit wem sie ins Bett gehen, und selbst wenn man meinetwegen nicht sehr wählerisch ist in seinen Sexpartnern, dann heißt das natürlich noch lange nicht. Man kann ja Sex dann auch als eine Art Akrobatik sozusagen sehen, als eine rein körperliche Geschichte. Dann heißt das natürlich noch lange nicht, dass man sich hier auch emotional öffnet und für die Intimität öffnet, um die es im Skorpion geht, und für diese ganz tiefe emotionale Verbindlichkeit auch offen ist, um die es im Skorpion geht. Und der Skorpion hat auch nicht nur was mit Liebesbeziehungen oder sexuellen Beziehungen zu tun. Auch hier sind ganz andere Beziehungen davon betroffen, also auch geschäftliche Beziehungen, mit denen wir natürlich in der Regel nicht unbedingt ins Bett gehen, im günstigsten Fall zumindest. Aber auch hier ist es natürlich, spielen ganz andere Themen noch mit rein als in der Waage, denn wenn wir meinetwegen eine Firma mit jemandem gründen wollen, dann reicht es nicht, dass jemand einfach nur nett ist oder dass jemand unser bester Freund ist oder dass jemand unser Liebespartner ist oder dass jemand unsere Mutter ist oder unser Kind ist. Dann muss dieser Mensch die entsprechenden Ressourcen mitbringen, wenn wir hier eine Firma mit der jeweiligen Person aufbauen wollen. Und um die Ressourcen geht es im Skorpion. Also sprich, je nachdem, um welche Firma es sich handelt, muss diese Person das nötige Kleingeld mitbringen, das nötige Know-how mitbringen, muss halt über bestimmte Fähigkeiten, dementsprechend astrologisch ausgedrückt, Ressourcen verfügen. Ja, und wie gesagt, da reicht es dann nicht mehr, dass jemand einfach nur nett ist oder dass ja, er oder sie ein Familienmitglied ist und uns dementsprechend sehr nahe steht. Da spielen dann ganz andere Faktoren mit rein. Ja? Und von daher spielen im Skorpion halt die Ressourcen eine ganz entscheidende Rolle. Also welche Ressourcen bringen wir mit ein und was von unseren Ressourcen sind wir überhaupt bereit zu teilen mit anderen, denn es ist ja eine Sache, meinetwegen über ein fettes Bankkonto zu verfügen, es ist eine ganz andere Sache, die Bereitschaft zu haben, dieses Bankkonto auch für andere zugänglich zu machen. Ja? Dementsprechend überlegen wir uns im Skorpion halt sehr genau, also mit wem wollen wir tiefer gehen, mit wem wollen wir
wirklich verbindlich sein, sei es nun im sexuellen, emotionalen, intimen Bereich, sei es, dass wir unsere innersten Geheimnisse preisgeben. Nicht umsonst symbolisiert der Skorpion auch Psychoanalyse und man sollte ja auch nicht unbedingt sich jedem Psychoanalytiker anvertrauen. Ja? Also mit wem wollen wir unser Geld teilen, wem wollen wir halt unsere Ressourcen zur Verfügung stellen und inwieweit ist das hier balanciert, also zum Beispiel, wenn man halt eine geschäftliche Beziehung miteinander hat, denn wie gesagt, Venus, die halt unsere persönlichen Ressourcen symbolisiert, befinden sich hier in der Waage im Zeichen des Gleichgewichts, in Spannung zu den ganzen Planeten im Steinbock. Und der Skorpion symbolisiert halt die geteilten Ressourcen. Und da muss man natürlich dann in den unterschiedlichsten Beziehungen sehr genau überlegen, was man hier wann mit wem teilen will. Und wie gesagt, das betrifft nicht nur Geld oder beim Sex den Körper oder in der Liebe die Gefühle, sondern auch, was will man anderen anvertrauen. Der Skorpion ist das Zeichen nicht nur der Intimsphäre, sondern auch der Privatsphäre. Ja, und dementsprechend, wir sehen ja in diesen Jahren, wie viele Skandale zum Beispiel Facebook dahingehend hat, was die ungeschützte Privatsphäre betrifft. Also wir sehen ja, wie viel sich in diesen Jahren auch genau um diese Themen dreht, wo viele Menschen halt eher zu unvorsichtig auch zum Teil sind, was ja private Informationen betrifft, ja, und inwieweit diese ja von irgendwelchen Hackern ausgenutzt werden können, von, was weiß ich, der Regierung benutzt werden können, vom Secret Service benutzt werden können oder natürlich für die meisten von uns halt eher in einem persönlicheren Rahmen, in einem kleineren Rahmen. Also was will man zum Beispiel einem Kollegen oder einer Kollegin anvertrauen, ja? Und wann ist es aber auf der anderen Seite vielleicht auch gerade wichtig, mehr aufzumachen und halt mehr von sich preiszugeben. Der Kommunikationsplanet Merkur war hier, wie gesagt, in den vergangenen Wochen in den Zeichen Skorpion und Waage rückläufig. Er ist nun seit dem 3. November wieder direktläufig. Er wird hier kurz nach dem Neumond halt die dritte Opposition zu Uranus im Stier bilden und das kann auch einen großen Befreiungsschlag anzeigen. Also sprich, dass man sich vielleicht lange entweder nicht sicher war, ob man einer bestimmten Person das und das anvertrauen kann oder dass man einfach gehemmt war vielleicht, dass man sich nicht getraut hat über bestimmte Tabuthemen, um die es im Skorpion geht, also Themen, die für einen selbst halt mit, ja, Verletzlichkeit zum Beispiel verbunden sind, diese anzusprechen. Ja? Und von daher kann es in einigen Fällen nun auch umgekehrt der Fall sein, dass wir mehr aufmachen sollten bestimmten Menschen gegenüber und dass wir hier mehr Vertrauen bestimmten Menschen gegenüber einbringen sollten. Ja? Und da halt dieser Neumond hier in Harmonie zu diesen ganzen Planeten im Steinbock stattfindet, geht es hier auch darum, wirklich langsam vorzugehen, Schritt für Schritt vorzugehen. Also dass man zum Beispiel, wenn man jemanden gerade erst kennenlernt, dass man da halt erstmal guckt und abwartet, wie sich die ganze Geschichte entwickelt, bevor man hier sein Innerstes preisgibt, ja, oder bevor man halt gleich meint, mit diesem Menschen ins Bett springen zu müssen oder mit ihm zusammenziehen zu müssen oder mit ihm eine Firma gründen zu wollen, ja.
Liebe Leute, dadurch, dass halt wir hier diese sehr komplexe Zeitqualität haben, einerseits diese, wie eingangs angesprochen, äußerst günstigen Rahmenbedingungen, auf der anderen Seite ein so wesentlicher Faktor hier das, was uns das Wertvollste ist, sprich, was astrologisch durch Venus symbolisiert wird, sich hier in Spannung zu dieser ganzen Planetenkonstellation im Steinbock befindet. Eine sehr gemischte Zeitqualität, die wir haben, aber halt eine sehr potente, sehr fruchtbare, wie anfangs angesprochen, sehr reichhaltige Zeitqualität. Liebe Leute, damit das Video jetzt nicht noch länger wird, schließe ich das an dieser Stelle ab. Ich habe einen ausführlichen Text zum Neumond im Skorpion gepostet. Wie immer werde ich diesen Text hier in der Infobox unterhalb des Videos verlinken. Ihr könnt sowieso immer gerne zwischendurch auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich dann auch mal zum Beispiel schöne Yoga-Videos vorschlage oder etwas in dergleichen, denn das so wichtige Thema im Skorpion, sprich Loslassen und alles Unwesentliche, Unwichtige aus dem Leben beseitigen, alles Ungesunde, Toxische bereinigen, ist halt wie gesagt ein ganz wesentliches Thema im Skorpion, von daher eignen sich da bestimmte Yin-Yoga-Sequenzen sehr gut. Wer kein Yoga mag, kann es auch ganz handfest angehen und kann seinen Körper entgiften oder seinen Kleiderschrank ausmisten oder den Keller ausmisten. Ja, also es ist immer gut. Hier geht es, wie gesagt, auch sehr viel um die konkreten Schritte, um die materielle Welt, um die praktische Welt. Es ist immer gut, das, was wir beabsichtigen, denn ein Neumond möchte uns ja darin unterstützen, halt neue Samen zu sehen für die Zukunft. Das, was wir beabsichtigen, sozusagen auch in der materiellen Welt zu manifestieren, sei es nun durch Yoga, durch Meditation, sei es durch einen Geschäftsabschluss, sei es durch ein vertrauliches Gespräch oder ein Versprechen, das man sich gegenseitig gibt, oder sei es halt durch ganz konkrete Handlungen wie die Wohnung auszumisten. Wie immer könnt ihr euch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Sitzungen via Skype oder auch telefonische Sitzungen durch. Manchmal auch über Zoom oder manchmal auch über den Facebook-Video-Messenger, je nachdem, was sich hier für den einzelnen Klienten anbietet. Ich erstelle auch Aufnahmen zu Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, also eine Prognose. Auf Anfrage erstelle ich auch Aufnahmen zu ganz speziellen astrologischen Themen, die auch gerade für diejenigen von euch geeignet sind, die sich selbst schon mit der Astrologie beschäftigen. Ich arbeite auch intensiv mit dem Tarot und mit der Numerologie. Geht gerne auf meine Website, dort findet ihr viele Infos zu meiner Arbeit. Und wie gesagt, schaut zwischendurch immer wieder gerne auf meinem Blog vorbei. Und wie immer freue ich mich auch selber über Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Uns allen wünsche ich einen erfolgreichen Neumond im Skorpion, wie gesagt, der letzte Neumond vor einer sehr wichtigen Mondfinsternis. Bis bald, ciao!